Hey Leute, ich bin SmackPepperweg. In dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie man einen Stadtplan bzw. eine Karte richtig liest. Ja, falls euch mal das Navigationsgerät ausfällt und ihr darauf angewiesen seid. Viele junge Leute, die kennen sowas gar nicht mehr. Bei mir war es so, ich habe in meiner Anfangszeit noch angefangen, Auto zu fahren mit so einem Stadtplan. Da gab es noch kein Navi. Und ja, für den Fall der Fälle zeige ich euch hier mal, wie das funktioniert und wie man sich damit orientieren kann. Das erste, was man beim Stadtplan beachten sollte, das ist die sogenannte Zeichenerklärung, also die Legende. Hier kann man genau sehen, was was ist. Zum Beispiel, dass sowas hier eine Autobahn ist, dass hier ist eine Schnellstraße, eine Durchgangsstraße. Also hier sieht man die verschiedenen Straßen. Dann sieht man hier sowas wie S-Bahn, was das sein kann. Also hier ist im Prinzip alles, was man auf der Karte findet, an Zeichnungen erklärt. Dass man dann ja genau weiß, wo man sich befindet, beziehungsweise auf was für einer Straße man sich befindet. Und eben, ja, man kann diese Punkte dann auch zur Orientierung nehmen. So, ihr seht schon, wenn man so eine ganze Karte hier aufklappt, dann ist die recht groß und unhandlich. Deshalb kann man die hier so schön ja, in verschiedene Bereiche falten. Und wie orientiert man sich nach welchen Bereichen? Das ist auch ganz wichtig. Ihr könnt das hier sehen. Es sind hier einmal an den Rändern Buchstaben vergeben. Und im oberen Bereich der Karte, ja, da sind hier Zahlen vergeben. Und genau danach könnt ihr die Bereiche suchen. Ihr müsst ja einmal euren Startort wissen und ihr müsst euren Zielort wissen. Und den sucht ihr folgendermaßen oder findet ihr folgendermaßen. Um jetzt seine Zielorte und seinen Startort zu finden auf der Karte, hat man auf der Karte immer ein Inhaltsverzeichnis. Und ja, wir suchen uns jetzt einfach mal eine Straße raus. Die Straßen sind hier alphabetisch aufgeführt. Das macht das Ganze dann eben recht leicht. Ich will jetzt mal den Madame-Weg suchen. Also gucke ich nach M. Jetzt sehe ich hier schon Straßen im M-Bereich. So, Max. Dann werde ich nochmal hier umschlagen müssen. Madame wird wohl etwas weiter woanders sein. Nee, da bin ich schon bei L, also nochmal zurück. So, hier komme ich der Sache jetzt schon etwas näher. Magnitor, Madameweg habe ich hier. So, und dann habe ich den Buchstaben K4 dahinter stehen. Und dann hatte ich euch ja schon gesagt, dass am Rand der Karte Buchstaben sind. Und dass im oberen Bereich der Karte Zahlen sind. Ja, und jetzt suche ich einfach hier am Rand den Buchstaben K. Und im oberen Bereich den Bereich 7, beziehungsweise die Zahl 7. Und dann sollte ich den Madame-Weg finden. Das zeige ich euch jetzt einmal. So, hier haben wir einmal K. Also gehe ich nach rechts. Und hier unten habe ich einmal den Bereich 7. Und dann sollte sich das Ganze dann kreuzen in dem Bereich, wo die Straße ist. So, und genau hier könnt ihr jetzt den Madame-Weg sehen. Oben auf der Karte ist übrigens immer Norden und unten Süden. Ja, dann gibt es ja diesen Spruch, 9 Ochsen saufen Wasser. Das heißt, so kann man sich orientieren, Norden, Westen, Süden, Osten. Und jetzt kann man so eine Karte noch einnorden, damit man dann halt auch die Karte genau richtig rumhält und man weiß, in welche Richtung man laufen muss. Man kann sich natürlich auch nach markanten Gebäuden wie einem Kirchturm oder sowas orientieren oder Straßennamen, dass man schaut, okay, in welcher Straße bin ich jetzt gerade und in welche Richtung geht die und die Straße, dann weiß man das auch. Aber zum Beispiel draußen in der Natur kann man sich auch gut mit dem Kompass orientieren. Das heißt, man legt den genau ja, hier auf so eine Linie der Karte drauf, dass man den eben genau rechtwinklig liegen hat und dann dreht man den Kompass so lange, bis die Nadel halt genau im Norden zeigt. Ja, und dann bin ich jetzt im Prinzip ja so ausgerichtet und ja, Karte und reale Welt sind eben jetzt nach Norden ausgerichtet und somit fällt es mir dann noch leichter, mich zu orientieren. Ja, mein Zielort, den suche ich jetzt dann auch in diesem Inhaltsverzeichnis. Und wenn ich den dann eben gefunden habe, dann muss ich halt wirklich hier so nach der Karte abgehen. Immer mal ein bisschen nach markanten Orten gucken. Auf der Autobahn zum Beispiel habe ich die
Ausfahrten mit den Nummern nummeriert, die auch auf den Straßenschildern stehen. Na, da sehe ich jetzt nicht genau, wie die Ausfahrt heißt, aber die haben halt auch immer Nummern. Danach kann ich mich also auf der Autobahn zum Beispiel orientieren. Und ansonsten, ja, muss ich halt wirklich immer mal gucken, wenn ich an irgendeiner größeren Straße zum Beispiel vorbeifahre irgendwo, dass ich das Straßenschild dann beim Autofahren nicht übersehe. Und so kann ich dann immer mal überprüfen, ob ich noch auf dem rechten Weg bin. Und ist ein bisschen komplizierter als mit einem Navigationsgerät. Man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren, ein bisschen mehr aufmerksam sein. Und ja, wie gesagt, immer mal seinen Standort ab und zu abchecken. Auch hier so Flüsse, Seen sind markante Punkte, wo man sich dann zum Beispiel mal dran orientieren kann. Ah, ich fahre jetzt gerade über eine Brücke, ja, da ist der Fluss, die Oker, alles klar, ich bin auf dem richtigen Weg. So liest man im Großen und Ganzen eine Karte. Ich hoffe, es war ganz interessant, gerade für die, die das noch nicht gemacht haben. Vielleicht ist es ja bei dem einen oder anderen auch noch Schulthema, weiß ich gar nicht, ob man sowas heute noch lernt. Wenn Schüler unter euch sind, schreibt es mir mal unten rein. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese Anleitung gefallen hat und geholfen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.